Hallo Freunde der Unterwasserwelt. Was ich hier hochhalte, das sind die Top 5 Masken 2023. Quasi die besten der besten der besten. Und natürlich habt ihr recht, sind nur 3 geworden, weil 5 konnte ich nicht halten. Wovon ich auch nichts halte, das sind solche Rankings bei so ganz einfachen Dingen. Weil wir reden ja jetzt nicht von einer Waschmaschine mit 40 Einstellmöglichkeiten und 5 Spezial-Trocken-Schleuderprogrammen oder so. Wir reden einfach von einem Stück geformten Kunststoff, Glas und Silikon. Und da muss man meines Erachtens die Kirche mal im Dorf lassen. Zumal es hier auch wirklich um die Passform geht und um nichts anderes. Die Masken, die ich für mich raussuche, die sitzen dann gut. Wenn ich die aufsetze, ich habe hier eine mal ohne Maskenband, setze die auf, mache mal ein bisschen Unterdruck, dann kann ich die vergessen. Weil da drückt nichts, da muss ich das Maskenband nicht anziehen wie ein Spanngurt bei dem LKW, weil sie sitzt einfach. Ne? Das Maskenband dient mir nur dazu, dass mir die Maske nicht vom Gesicht fällt, wenn ich sie ganz normal benutze, das heißt ohne Unterdruck. Und so muss es sein. Und worauf ich bei der Auswahl meiner Masken achte, erzähle ich dir in diesem Video. Mein Name ist Walter, ich bin seit mehr als 30 Jahren aktiver Tauchlehrer und noch ein bisschen länger Schnorchler und Freitaucher. Ich war viele Jahre Geschäftsführer mehrerer Tauchshops in Deutschland und aktuell bin ich bei Divers Pro World hier in Dreieich im Rhein-Main-Gebiet mit in der Schulung dabei und ab und zu, wenn es mir meine Zeit erlaubt, auch im Verkauf. Das heißt, wenn du interessiert bist an aktuellen und fundierten Informationen rund um das Thema Schnorcheln und Tauchen, lass mir gerne ein Abo da. Die Maske. Ich finde ja, sie ist tatsächlich das wichtigste Ausrüstungsteil. Weil mit der Maske können wir unter Wasser sehen und mit der Maske können wir die Unterwasserwelt erleben. Und das ist das, was wir wollen, die Unterwasserwelt erleben, mit dabei sein. Und mit der Auswahl deiner Maske steht und fällt das Erlebnis und der Spaß, den du unter Wasser haben wirst. Deshalb finde ich, sollte man bei der Auswahl der Maske und beim Kauf der Maske besondere Sorgfalt walten lassen. Mein Tipp ist ja, wenn du dir eine kaufst, geh in den Tauchshop, kauf dir eine Maske dort, lass dich beraten, geh vielleicht auch nochmal mit ins Schwimmbad. Bei uns in Dreieich, bei Divers Pro World, ist es möglich, die ganze Sache dann nochmal auszuprobieren, vielleicht nur ein paar Tipps mitzunehmen und sollte es nicht passen, kann man es auch wieder umtauschen. Und das macht es letzten Endes aus, wenn man mit einem Equipment in Urlaub geht, was wirklich passt und angenehm ist. Das ist wirklich dann richtig klasse. Worauf sollte man jetzt achten, wenn man sich eine Maske kauft? Gehen wir zunächst mal auf die Äußerlichkeiten ein. Als wichtigster Teil ist sicherlich hier der Silikonkörper zu nennen, weil die Form und die Größe des Silikonkörpers müssen einfach auf dein Gesicht passen und den schauen wir uns jetzt mal ganz kurz genauer an. Was man hier jetzt noch erkennen kann, ist, dass der Silikonkörper hier so eine Dichtlippe hat, die ist nach innen gerichtet. Die läuft außen rum bis links und rechts an die Nase. Diese Dichtlippe verbreitert die Auflagefläche auf der Haut und reduziert somit den Anpressdruck, den die Maske braucht, um nachher dicht zu sitzen. Was ist hier noch wichtig? Der Abstand hier unten oder die Auflagefläche hier unten. Da muss man ein bisschen darauf achten, wie groß der Raum zwischen Oberlippe und Nase ist. Wenn man also hier sehr schmal ist, sollte man auch sehen, dass die Maske, die man verwendet, hier sehr schmal ist im unteren Bereich, damit es da nicht zu einer Überlappung kommt, wenn man den Schnorchel im Mund hat und es damit unangenehm wird oder anfängt zu drücken. Was ist noch wichtig von vorne? Der Nasenerker. Hier sollte man auf jeden Fall probieren, ob man gut an die Nase kommt, ob man die ganze Nase gut zusammendrücken kann, damit es nachher keine Probleme beim Druckausgleich gibt. Es gibt sehr viele verschiedene Masken, sei es von No-Names oder von Markenherstellern. Und jede dieser Masken hat einen anderen Silikonkörper. Der ist anders geformt, breiter, schmaler, höher, runder, wie auch immer. Also das heißt, um das Probieren kommt man bei einer Maske überhaupt nicht drum rum. Und diese Größe des Silikonkörpers oder die Form des Silikonkörpers hängt natürlich auch ganz stark davon ab, was für einen Rahmen so eine Maske hat. Und obwohl es so viele verschiedene Masken gibt, gibt es nur 2 grundlegende Baureihen. Und zwar das eine ist eine Einglasmaske. Und das andere sind 2 Glasmasken.
Und von dir jetzt spontan entschieden, welche Baureihe würde dir zusagen? Hier die Zweiglasmaske oder die Einglasmaske? Ganz häufig höre ich dann eben die Einglasmaske oder ich lese es auch manchmal in Beschreibungen, dass das viel toller wäre, weil mit so einer Einglasmaske hat man eine große Scheibe und man sieht viel mehr. Das ist leider nicht so. Eine Zweiglasmaske hat in der Regel das breitere Blickfeld. Und das ist bauartbedingt. Während hier bei der Zweiglasmaske der Rahmen oben auf der Stirn zusammengeführt wird und damit die Nase hier innen relativ viel Platz hat, um rauszuschauen über die Glasebene, ist es bei der Einglasmaske so, dass der Rahmen so auf Höhe mit dem Nasenrücken beginnt. Das heißt, ein Teil der Nase ist mit drin. Wenn man jetzt hier von der Seite schaut, bei der Einglasmaske schaut nur gerade so die Nasenspitze raus und bei der Zweiglasmaske schon ein ganz gutes, großes Stück von der Nase. Damit rückt hier bei der Zweiglasmaske die Glasfront einfach ein bisschen weiter zurück und der Blickwinkel wird größer. Ich habe hier mal eine Grafik vorbereitet mit dem berühmten Blauflossenhaifisch. Auf der einen Seite links seht ihr mich mit einer Maske mit zwei Gläsern. Links und rechts vom Kopf, die kleinen Stege, zeigen eben die Rahmentiefe an. Und hier kann ich den Fisch oben komplett und ganz sehen. Auf der anderen Seite habe ich eine Einglasmaske auf. Da sind die Stege nur minimal länger, aber je nach Distanz schränken sie den Blickwinkel dann doch schon ein. Das ist zwar nicht ganz so relevant, weil man ohnehin, um scharf zu sehen oder bei einem größeren Objekt den Kopf drehen muss, um es komplett wahrzunehmen, aber hat eben eine Auswirkung. Das klingt jetzt zunächst einmal wie ein Nachteil bei so einer Zweiglasmaske, aber es bietet auch einen Vorteil. Aufgrund dessen, dass der Blickwinkel kleiner ist, machen die Hersteller diese Einglasmasken einfach etwas breiter. Und da der Silikonkörper damit zusammenhängt, sind Einglasmasken vom Silikonkörper etwas breiter. Ich habe einen relativ großen Kopf, hier eine breite Stirn und die Einglasmasken sitzen bei mir meist etwas besser. Wobei es aber auch Zweiglasmasken gibt, die breiter gebaut sind, gar keine Frage. Aber das ist mal so die grundlegende Unterscheidung. Ein weiterer leichter Nachteil ist vielleicht noch, dass eine Einglasmaske ein größeres Volumen hat. Wenn man die Maske ausblasen muss, fällt es so ein bisschen ins Gewicht, aber nicht wirklich großartig. Kommen wir zum nächsten Punkt, der nicht ganz uninteressant ist und für Taucher vor allem spannender als für Schnorchler. Das sind die Verschlüsse. Die Verschlüsse sollten wirklich leichtgängig sein. Gerade als Taucher, wenn man unter Wasser ist und merkt, die Maske sitzt nicht ganz so richtig, möchte man, dass der Verschluss leicht geht, ohne dass ich an der Maske großartig rumzerren muss. Und hier bei der Maske kann ich zum Beispiel wirklich mit zwei Fingern ganz minimal ziehen. Und was vielleicht noch wichtiger ist, finde ich zumindest, ist unter Wasser der Punkt, wenn ich die Maske weit stellen möchte. Da muss der Verschluss wirklich ganz leicht gehen. So wie hier kann ich habe hier einen Knopf, auf den kann ich draufdrücken und die Maske oder das Maskenband entspannt sich von allein. Ich habe hier mal so eine Kindermaske, die sind meist leichter aufgebaut und günstiger produziert. Schon das Zuziehen, okay, das geht noch einigermaßen, aber wenn ich die Maske weit stellen möchte, muss ich das Band doch schon extrem zerren, damit das sich hier bewegt. Und wenn ich das dann beim Tauchen unter Wasser mache, hier das Band festhalte, hier die Maske festhalte und dann da rumzerre, läuft mir das Ding immer voll. Kann man zwar wieder ausblasen, aber ist nervig. Also hier drauf achten. Und wie gesagt, für Schnorchler ist es vielleicht nicht ganz so relevant, weil als Schnorchler gehe ich halt an die Oberfläche, stelle die Maske nach und gut ist. Also, das funktioniert. Ein anderer wichtiger Punkt bei diesen Masken bzw. bei den Verschlüssen der Masken ist noch die Befestigung. Das schauen wir uns jetzt noch mal kurz im Detail an. Was man hier sehr gut erkennen kann, es gibt zwei Befestigungsmöglichkeiten für den Maskenbandhalter. Ganz klassisch hier bei der Maske am Maskenrahmen und hier eine Weiterentwicklung der Firma Maris. Hier ist der Maskenbandhalter am Silikonkörper befestigt. Das hat gewisse Vorteile. Welche zeige ich jetzt gerade mal? Bleiben wir hier mal bei der klassischen Befestigung am Maskenrahmen. Wenn ich hier jetzt das Maskenband enger ziehe, also meine Maske enger stellen möchte, passiert natürlich Folgendes. Der Maskenkörper
wird zusammengestaucht. Und vielleicht nicht so extrem, wie ich das jetzt hier mache, hebt der Rand des Silikonkörpers dann nachher von der Haut ab. Wir sind ja hier im Bereich der Schläfe, da sage ich auch nachher noch mal was dazu. Das heißt, der Anpressdruck an der Schläfe wird etwas geringer. Bei der Maresmaske ist es dann so, dass ich hier, ich versuche das eben auch mal ein bisschen zu simulieren, indem ich sie hier halte, dass ich, wenn ich hier ziehe, das kann man vielleicht so leicht erkennen, dann wandert der Rand eher nach unten. Das heißt, der Anpressdruck wird höher. Was gibt es noch an Äußerlichkeiten? Auf den Gläsern bei Schnorchel- und Tauchmasken steht immer so ein T drauf. Das heißt Temperate Glass. Und dieses Temperate Glass bedeutet nichts anderes, als dass es ein Sicherheitsglas ist. Das heißt, wenn es zerbricht, zerbricht es in viele kleine Teile. Somit ist die Verletzungsgefahr deutlich geringer. Ich habe das hier mal mit einem Hammer probiert bei einer älteren Maske, was ich so an Wucht brauche, um das Glas einzuschlagen. Und es braucht nicht nur Wucht, sondern am besten auch nochmal eine kleine Spitze. Das ist auch nicht anders als bei Autoscheiben oder wenn ihr schon im Bus wart oder in der Bahn, um eine Scheibe einzuschlagen, braucht man einen speziellen Hammer. So ganz einfach ist es also nicht. Das war es jetzt mal zu den Äußerlichkeiten, kommen wir zu den inneren Werten. Worauf kommt es denn an, damit die Maske auch wirklich gut aufs Gesicht passt? Und wo sind die markanten Punkte am Gesicht, die man berücksichtigen muss? Hier auf dem ersten Bild hat unser Model, die Sabrina, eine natürlich viel zu kleine Brille auf. Und man sieht da oben einen Pfeil auf die Augenbrauen. Hier ist es so, dass die Augenbrauen von innen nach außen reichen. Und überall dort, wo Haare unter dem Dichtrand sind, und von innen nach außen reichen, wird zwangsläufig irgendwie Wasser eindringen. Sei es langsam, weil es nur ganz wenige Haare sind, oder schnell, wie zum Beispiel bei einem 3-Tage-Bart. Also hier darauf achten, die Größe der Maske so wählen, dass sie über die Augenbrauen hinausgeht. Der nächste Punkt sind die Schläfen. Das hatte ich vorhin schon mal so ein bisschen gezeigt, als wir die Verschlüsse angeschaut haben. Wenn eine Maske zu klein ist und man muss sie sehr eng draufziehen, dann kann es sein, dass die Ränder der Maske, also die Silikonränder, sich abheben und damit die Dichtfläche an den Schläfen verkleinert wird. Ich kann das hier mal im Realen zeigen. Die Maske, die mir ganz gut passt. Hier muss ich nicht mal den Silikonrand anfassen, um sie mir aufs Gesicht zu schieben. Jetzt kann ich einen Unterdruck machen. Die saugt sich jetzt an. Und jetzt kann ich hier mit dem Finger reingehen und ihr seht schon, ich kann hoch und runter fahren und ich muss relativ weit rein und den Finger drehen, damit der Silikonrand sich von der Haut abhebt und der Unterdruck ausgeglichen wird. Im Gegenzug jetzt hier die Zweiglasmaske, ist auch eine Maske für Erwachsene. Die ist hier ziemlich rund, also im Prinzip zu schmal, zu klein für mein Gesicht. Wenn ich die aufsetze, stoße ich schon an. Jetzt muss ich sie nach außen biegen, damit ich sie überhaupt aufsetzen kann. Jetzt kann ich einen Unterdruck machen. Und mache ich das Gleiche jetzt hier, fahre ich also unter den äußeren Rand drunter, dann komme ich nicht weit, vielleicht bis zur Hälfte und eine Fingerspitze und dann fällt die Maske schon ab. Also das ist der Punkt, warum man darauf achten sollte, dass an den Schläfen wirklich genügend Auflagefläche ist. Und diesen Versuch mal, den Rändern ein bisschen abzuheben, den kann man auf jeden Fall machen. Der nächste Punkt ist auch nicht uninteressant, habe ich vorhin auch schon mal ein bisschen gezeigt. Das ist der untere Rand hier unter der Nase. Je nachdem, wie viel Platz du hier hast zwischen Nase und Oberlippe, musst du darauf achten, dass du nicht, wenn es sehr schmal ist zum Beispiel, eine Maske erwischt, die hier unten breit ist. Weil wenn das hier unten breit ist, dann reicht es im Zweifel runter bis auf die Lippe. Das habe ich schon gesehen, dass die Maske dann irgendwo hier sitzt, am Oberkant der Lippe. Und sobald man dann den Schnorchel in den Mund nimmt, hebt die Maske ab und Wasser kommt rein. Zieht man dann die Maske wieder enger an, dann ist es so, dass eben das Mundstück beim Schnorchel, der Rand, der da vorhanden ist, oder auch bei einem Atemregler beim Tauchen, da gibt es so eine ganz leichte Erhöhung, das ist jetzt hier wahrscheinlich relativ
schwer zu erkennen. Der liegt dann auf den Zähnen oben auf und zeigt nach außen, und der Maskenrand, der drückt nach innen, und dann kann es hier so ein bisschen die Lippe quetschen. Es kann unangenehm sein. Also hier darauf achten, dass eben, wenn du hier oben einen sehr schmalen Bereich hast, du nicht eine Maske erwischt, die sehr breit ist. Ansonsten ist es normalerweise kein Problem, weil, wie gesagt, Auflagefläche brauchen wir. Anders sieht es natürlich bei Bartträgern aus. Da habe ich ja gesagt zu Beginn, überall dort, wo Haare drunter sind, kommt Wasser rein in der Regel. Mal schneller, mal langsamer, aber es kommt rein. Und für Bartträger gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten, wenn wir mal die Komplettrasur außer Acht lassen. Die eine Variante ist, mit Vaseline hier unter der Nase den Bart einzuschmieren, dass man eben eine Dichtung dadurch erreicht. Habe ich schon öfters gesehen. Ich habe jetzt noch nie nachgefragt, wie das denn so ist, wenn mal da richtig die Sonne drauf scheint, ob man dann hier eine Triefnase hat. Also muss man mal versuchen. Die andere Variante ist, zum einen hier unter der Nase einen ganz schmalen Streifen frei zu machen, und zum anderen, ich zeige das mal ganz kurz, wie man das dann macht, ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Als Bartträger, wenn man da einen schmalen Streifen frei hat, die Oberlippe nach unten, die Maske unter der Nase direkt aufsetzen, direkt in diesen Bereich, der dann frei ist von Haaren, und anziehen. Auch da hält sie wieder. Ne? Das geht dann, und das geht eben vor allem, wenn man dann eine Maske hat. Das ist jetzt eine Maske von Apex. Apex ist ein Ausstatter für Tech-Diver. Die Maske ist nicht ganz günstig, aber auch sehr gut. Die haben hier unten einen sehr schmalen Rand. Generell gibt es aber natürlich auch von anderen Herstellern Masken, die hier unten etwas schmaler sind. Einfach mal schauen, einfach mal probieren. Wie gesagt, bei einer Maske empfehle ich ohnehin, geh in ein Tauchsportfachgeschäft und kauf sie dort, lass dich dort beraten. Das ist also bei den Bartträgern der Punkt. Und vielleicht ist noch mal ganz generell was zu diesem immer sehr oft propagierten Unterdrucktest. Ihr habt jetzt gesehen, ich konnte selbst die eine Maske, die mir eigentlich zu klein ist, aufsetzen, und sie hat gehalten. Das Gleiche kann ich natürlich jetzt auch machen, wenn ich so eine Kindermaske nehme. Ich kann die aufsetzen, muss sie ein bisschen nach außen biegen, unter Druck, und die Maske hält. Die drückt mir hier schon in die Augenlider rein, egal. Also ich kriege die nicht ab, wenn ich den Unterdruck nicht wieder locker mache oder ausgleiche. Also dieser viel gerühmte Unterdrucktest ist ein Test und nicht der Test. Ein Test, um festzustellen, ob eine Maske passt, aber nicht der Test, um festzustellen, ob eine Maske passt. Ich glaube, das dürfte dir mittlerweile klar sein. Das heißt, wenn da einer schreibt, zieh die Maske auf, mach einen Unterdruck, wenn sie hält, ist genau die richtige. Das ist Käse, Unsinn, keine Ahnung von der Materie. Okay, der nächste und letzte Punkt, zumindest jetzt bei den inneren Werten, ist hier diese Lachfalte. Manche Leute haben hier eine Lachfalte. Ich habe hier mal unser Model Sabrina wieder. Hat auch sehr schöne Lachfalten. Und das kann natürlich ein Silikonkörper nicht ausgleichen. Wenn hier so eine Falte drin ist, da kommt natürlich das Wasser durch. Das Einzige, was man da machen kann, ist dann eben vor dem Aufsetzen hier das ein bisschen glatt ziehen und nicht jeden Fisch anlächeln. Gar keine Frage. Und wenn es halt passiert, als Schnorchler ist man dann an der Oberfläche, macht das Wasser eben wieder raus. Als Taucher muss man dann halt die Maske ausblasen. Das hat auch jeder Taucher tatsächlich gelernt. Übrigens, Schnorchler und Maske ausblasen, das wird manchmal bei so den 10 Tipps Webseiten angegeben, wie man eine Maske ausbläst, ist völliger Unsinn. Weil jeder Schnorchler kann dann die Oberfläche, das Wasser ausschütten, und das bisschen Luft, das du hast, um unten zu bleiben, dann dafür zu verschwenden, es in die Maske zu blasen. Quatsch. Also vergiss es einfach. Ne? Der nächste nicht unwichtige Punkt ist, ich bin Brillenträger, das Sehen unter Wasser, wenn man Brillenträger ist. Eine Brille mit reinzunehmen, klappt in der Regel nicht so gut. Es gibt drei Möglichkeiten. Die eine Variante ist, dass man eben jetzt in den Tauchshop geht, sich dort eine Maske aussucht mit zwei Gläsern. Da gibt es von den Markenherstellern ganz häufig optische Gläser mit dazu in Plus- und Minusdioptrien in 0,5 Dioptrien-Schritten. Wenn man keine zu schwierigen Werte hat, geht es in aller Regel sehr gut.
wenn die Werte große Abweichungen haben, Zylinder, Astigmatismus, wie auch immer, dann gibt es eben auch Optiker, die sich darauf spezialisiert haben, Gläser für Schnorchler und Taucher für Tauchmasken herzustellen und die dann entsprechend anzupassen. Das ist natürlich dann eine Variante, die nicht mehr ganz so kostengünstig ist, während die Gläser bei Markenherstellern etwa um die 70, 80 Euro kosten pro Glas, ist man dann bei einem Optiker je nach Stärke, aber das weiß wahrscheinlich jeder Brillenträger am besten, bei 200 oder 300 Euro sogar, ne? Weil die Gläser sind relativ groß und damit wird es dann auch schon oft recht teuer. Die dritte Möglichkeit, die nutze ich sehr häufig, ich habe Plus- und Minus-Dioptrien, die ich brauche, ich benutze Kontaktlinsen. Das heißt, ich habe bifokale Kontaktlinsen, die habe ich mir mal bei Apollo geholt und ausprobiert. Das funktioniert für mich sehr gut, ist aber natürlich eine Sache, die nicht jeder machen kann, sich dann im Urlaub einfach umzustellen, Brille runter und Kontaktlinsen rein, aber ein Versuch ist es definitiv wert, zumal diese Monatslinsen, ich glaube 6 Stück liegen irgendwo bei 60 Euro, ist auch noch erträglich vom Preis. Das war es soweit zu der Auswahl der Maske. Wie gesagt, meine Empfehlung, geh in ein Tauchsportfachgeschäft, leg ein paar Euro mehr an und geh dann vielleicht auch nochmal mit irgendwo ins Schwimmbad, probier die Ausrüstung vorneweg aus. Da tust du dir wirklich einen Gefallen mit. Und wenn du jetzt hingehst und dir eine Maske online bestellst, eine reicht nicht. Bestell dir 3 oder besser 4 und das unterschiedliche Masken, damit du wirklich probieren kannst, welche Maske passt dir am besten. Der Rest geht dann halt wieder zurück. Ist ein bisschen aufwendiger, geht natürlich auch, aber wie gesagt, ja, kann man machen. Ist gar keine Frage. Oder ein Tauchsportgeschäft, beziehungsweise nicht ein Tauchsport, ein Sportgeschäft, ein normales Sportgeschäft. Auch die haben saisonal manchmal die Masken. Dann kann man zumindest dort vielleicht auch mal ausprobieren, welche Maske am besten passt. Ansonsten empfehle ich dir noch mein Tutorial. Da ist alles noch mal ganz genau aufgelistet, worauf man achten muss, wenn man sich eine Maske aussucht. Das Tutorial findest du unter snorkelingscout.com. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Freue mich auf Kommentare von euch, was euch vielleicht noch interessieren würde, rund ums Thema Schnorcheln und Tauchen. Und bis zum nächsten Mal, euer Snorkeling Scout Walter.